Hallo, ich bin Tobias und dieses kleine Kurzprogramm ist besonders für die Körpermitte gedacht. Also da besonders auch für die Bauchmuskulatur. Die hat drei Schichten, eine äußerste, mittlere und tiefste Schicht, die wir in diesem kleinen Kurzprogramm bearbeiten werden. Die tiefste Schicht zu bearbeiten ist ganz einfach. Das ist die sogenannte Transversusmuskulatur. Das ist eine Art Ring- oder Gürtelmuskulatur, die von hier vorne, einmal um den Körper wie ein Gürtel herum, sich um die rückenstreckenden Muskulaturen herumschlingt. Um diese tiefste Schicht der Bauchdecke zu aktivieren, finde ich immer ein Bild praktisch oder zwei Bilder genauer gesagt. Ein Bild ist eine Hose mit einem Knopf und du stellst dir vor, dort, wo dieser Hosenknopf wäre, dort ziehst du den unteren Bauch ein bisschen nach innen, um diesen Hosenknopf zu schließen. Und schon hast du die tiefste Muskulatur aktiviert. Ein anderes Bild, das so ähnlich ist, das auch die Muskulatur aktiviert in der tiefsten Schicht. Das ist ein Reißverschluss, den du dir denkst, und du ziehst diesen Reißverschluss der Hose muskulär zu, Richtung Bauchnabel. Das ist die tiefste Schicht. Sie hat die Funktion, den Bauchcontainer zu stabilisieren und den unteren Rücken zu entlasten. Eine Schicht drüber ist die mittlere Bauchmuskulatur. Das sind schräge Muskelgruppen, die also von der einen Seite vom Beckenkamm diagonal zur Linea alba, das ist von der sehnigen Struktur in der Mitte ziehen und von dort sich weiter fortsetzen zum gegenüberliegenden unteren Rippenbogen. Also einmal quer über die Bauchdecke von so und von so. Und die brauchen wir besonders dann, wenn wir uns in Drehbewegungen hineinziehen. Also sie rotieren den Oberkörper unter anderem. Und die oberste Schicht, das ist eine geradlinig orientierte Bauchmuskulatur. Die setzt am Beckenkamm an und an den unteren Rippen. Und die hilft uns, um den Abstand zwischen Becken und Rippen zu verkleinern, wenn wir die Muskulatur anspannen. Also wenn wir uns vorbeugen beispielsweise, dann brauchen wir diese Bauchmuskulatur. Gut, wie bearbeiten wir die Muskeln? Wir starten im Liegen. In der Rückenlage, du stellst die Füße auf. Und ich bitte dich zuerst, den Beckenboden etwas zu schließen, sodass wir nicht nur die gesamte Rumpfmuskulatur aktivieren, sondern auch den Beckenboden, also das Becken von seiner Unterseite stabilisieren. Dann die tiefliegende Schicht aktivieren, entweder den Hosenknopf zumachen oder einen Reißverschluss zuziehen, den unteren Rücken dabei zur Yogamatte oder zum Boden senken und schon ist die Bauchdecke aktiviert. Jetzt kommt die gerade Muskulatur. Dafür hebst du den Kopf. Verschränkst die Hände hinter dem Kopf, legst das Gewicht des Kopfes in deine Hände und ziehst die Schulterblätter ein kleines Stück vom Boden ab. Jetzt brauchst du genau hier diese geradlinige Muskulatur. Als nächstes ziehst du die Knie etwas heran, machst einen rechten Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel, lässt noch den unteren Rücken am Boden, saugst den Bauchnabel etwas nach innen, schließt den Reißverschluss der Hose muskulär und atmest aus und tippst mit der rechten Ferse vor dir auf. Einatmend das Knie zurück. Ausatmen mit der linken Ferse auftippen und das immer weitermachen. Und das kannst du variieren, wenn du mehr in der Kraft sein mögst, dann ziehst du dich weiter hoch, rollst dich also weiter ein, ohne jetzt den Kopf zu reißen. Das ist eher so die Bauchmuskulatur und du löst die Schulterblätter, bis du auf den unteren Spitzen ankommst oder tippst eben weiter nach vorn und kannst das entsprechend anpassen oder auch leichter machen, wenn du zurückkommst und weniger weit nach vorn tippst. Gut. Erste Idee für die gerade Bauchmuskulatur. Jetzt die schräge Bauchmuskulatur, die für die Drehbewegung zuständig ist. Du rollst dich ein, schaust nach vorn Richtung Oberschenkel, ziehst nicht am Kopf, sondern legst ihn in die Hände zurück, schließt den Beckenboden, ziehst den Bauchnabel nach unten, senkst den unteren Rücken zum Boden und ziehst die Knie zu dir ran. Gerne ein Stück weiter zum Oberkörper. Und jetzt schiebst du den rechten Fuß nach vorn. Und wenn du ausatmest, bringst du die rechte Schulter Richtung linkes Knie. Einatmen, kommst du zurück. Und ausatmen, der Seitwechsel. Einatmen, zurück. Und das machst du weiter. Vielleicht weniger mit dem Ellenbogen denken, sondern wirklich mehr mit dem Schulterblatt selbst denken. So, ich zeige nochmal beide Seiten. Ausatmen, einrollen. Einatmen, zurück. Und nochmal ausatmen, einrollen. Einatmen, zurück und die Füße wieder aufsetzen. Gut, das war einmal die gerade und die schräge Bauchmuskulatur. Eine andere Idee für die gerade Bauchmuskulatur, wieder in der Rückenlage, Kopf ganz einfach abgelegt, wenn du das magst. Oder du kannst dich hier ein bisschen einrollen, ziehst die Knie heran, streckst die Beine hoch, lässt das linke Bein oben,
Atmest aus und führst den rechten Fuß nach vorn und atmest hier weiter. Und hältst das. Das kann übrigens ruhig immer so ein bisschen brennen oder vibrieren in der Körpermitte, in der Bauchdecke. Und wenn du genug hast, kommst du hoch mit dem rechten Bein. Jetzt kannst du, wenn du mehr möchtest, dir vorstellen, du schiebst die Füße hoch zur Decke und ziehst dabei den Becken hoch. Also atmest aus, Beckenboden schließen, Becken hochziehen und zurückkommen. Und linke Seite. Fuß nach vorn schieben, Füße aktiv, Zehen herangezogen, also ein bisschen Grundspannung in der Beinmuskulatur. Atmest, kommst wieder hoch nach oben, ausatmen, Füße hochschieben, einatmen, zurückkommen und Füße wieder aufstellen. Gut, eine andere Idee wäre Ardha Navasana, das halbe Boot. Dafür kommst du hoch. Stützt dich zunächst auf den Unterarm auf, zeig dir die leichtere Variante, ziehst die Schultern zurück, hebst dein Brustbein nach vorn hoch, schaust nach vorn und hebst das rechte Bein an. Kannst du ungefähr die Oberschenkel parallel bringen und den Blick über den rechten großen Zeh in die Ferne schweifen lassen, Bauchdecke einziehen, Beckenboden schließen und atmen. Dann der Seitwechsel, auch so ähnlich. Oberschenkel parallel über den linken großen Zeh schauen. Das Brustbein ganz stolz heben und atmen. Gut, du kannst immer mehr machen natürlich oder länger halten. Wenn du ein bisschen mehr machen möchtest, dann hebst du beide Beine an. Schließ die Füße, mach es ein bisschen leichter, drückst die Beine aufeinander zu, schiebst die Fersen weg, hebst dein Brustbein und schaust lächelnd über die großen Zehen nach vorn. Nicht die Körpermitte verlieren, also den Beckenboden schließen, Reißverschluss imaginär zumachen oder Hosenknopf zuschließen. Und wenn du hier noch mehr möchtest, dann kannst du in das Boot kommen, in das ganze Boot, Navasana. Dann kannst du die Arme noch nach vorn bringen, Schultern leicht zurückziehen, Brustkorb heben und hier verweilen. Und wenn du merkst, es ist zu viel, greifst du die Kniekehlen, kannst die Knie ein Stück ranziehen, dich aufrichten, durchatmen und gegebenenfalls wieder neu starten. Und wenn du genug hast, dann die Füße aufstellen, einmal ganz liebevoll die Schienbeine umarmen, in den Rücken atmen. Und ja, das waren ein paar Ideen, um dich mit der eigenen Kraft der Körpermitte zu verbinden. Viel Freude dabei. Namaste.